Läuft schon? Ja. Oh, Hänslers Schnellnummer. Heute gibt es, ist gar nicht so einfach zu beschreiben, ich nenne es mal eine Kartoffel-Käserolle. Geiles Rezept. Dafür braucht man folgende Dinge. Wie der Name schon sagt, brauchen wir Käse, Zitrone kommt rein, Creme fraiche, Eier, Olivenöl, Basilikum. Und wir fangen natürlich mit der Kartoffel an. Die wird über den Hobel genagelt, die geschälte Kartoffel. Ja. Feine Scheiben. Jetzt kommt Hänslers Schnellnummer Olivenöl. Andere geht natürlich auch in die Pfanne. So. Einmal durchlaufen lassen. Und dann nehmt ihr eure Kartoffelscheiben. Das ist ganz niedrige Hitze. Eigentlich fast gar nicht. Wirklich nur ein ganz Lütten. Und jetzt verteilt ihr die Kartoffelscheiben in der Pfanne. Einmal ringsherum. Entscheidend ist natürlich auch die Mitte. Die muss dicht gemacht werden. Kartoffeln ist eigentlich wurscht. Am besten eine große, mehlig kochende. Geht aber auch mit Festkochen. Entscheidend ist nur für euch, dass ihr wirklich große Kartoffeln habt. Dann habe ich jetzt hier den Gouda grob gerieben. Und der wird jetzt auch sehr direkt auf den Kartoffeln verteilt. Jetzt haut ihr die Eier in die Schale, am besten wie ich. Da hat ihr einen Smiley mit Schnurrbart. Und wenn ihr Eier kauft, ist ja ganz wichtig, ein Bio-Ei ist nur ein Bio-Ei, weil an irgendeinem Ei so eine olle Feder angeklebt ist. Oh, der geilste Job, die Feder anzukleben. Jetzt hier. Ach, guck mal, jetzt hat er eine Nase. Geil. Warte. Guck mal. Geil. So, jetzt hier zerschlagen. Nicht schlecht. So. Das Ganze wird gewürzt. Salz und Pfeffer. Noch ein bisschen nachschlagen. So. Und das geht ihr jetzt. Hier haben wir genau, man sieht schon, der Käse fängt schon leicht an zu schmelzen. Jetzt der Moment, wo die Eiermasse einfach da drauf gibt. So. Jetzt kommen auch gleich die Kräuter dazu. Und heute haben wir gesagt, bei mir frisch gezupftes Basilikum. Um diesem Gericht eine leicht italienische Note zu geben. Einfach ein bisschen zerreißen. So. Und was wichtig ist, dass ihr bei kleiner Hitze bleibt. Müh weniger als mittlere Hitze wirklich. Also echt kleines Programm. Ihr braucht auch gleich einen Deckel, aber jetzt erstmal so einfach lassen, bis das Ei angestockt ist. Jetzt sieht man so ein bisschen blubbern. Ei ist schon fast überall durchgestockt. Jetzt ist der Moment, Deckel drauf. Und bei der Hitze jetzt ungefähr so 3 bis 5 Minuten, sage ich euch gleich mal Bescheid, noch garen. Knapp 4 Minuten sind um, jetzt sieht es so aus. Und jetzt geht ihr noch mal so eine halbe Minute bis zu einer Minute mit der Hitze hoch, dass die Kartoffel auch richtig Farbe bekommt. Aber oh, das riecht geil, ey. Boah. 2 Minuten plus haben wir jetzt das Ganze gebraten. Jetzt checken wir einmal die Farbe. Oh, da war ich weg. Wir kicken mal. Das ist wichtig, dass ihr einmal kurz unterluschert. Oh, jawohl. Weil wichtig ist, nicht, dass ihr das zu früh rausholt, weil ich sage 2 Minuten und ihr wart vielleicht nicht ganz so mutig mit der Hitze und dann siehst du, oh, ist doch komplett blond, das soll ja ein bisschen brünett sein, ne? So wie wir es gerne haben. So, jetzt pass auf. Jetzt sieht man hier, guck hier, das ist die Hänslerpfanne. Ich muss sie euch ans Herz legen, ne? shop.steffenhänsler.de. Diese Pfanne ist echt die Macht. Jetzt hier, zack, direkt auf den Teller. Was ihr jetzt macht, den frisch direkt aus dem Becher nehmen. Und dann, na guck mal, nee, das macht ihr nicht. Guck mal, das ist irgendwie für den Arsch, dann machst du alles kaputt. Ihr näht jetzt Creme fraiche, bleibt mal drauf jetzt. Hier. Und verrührt ihn ein bisschen. Am besten mit einem Schuss Wasser. So. Dass sie ein bisschen streichfähiger ist. Das finde ich eigentlich, man kann das einfach locker raushauen, aber es geht gar nicht. Ist besser so zu machen. Genau, jetzt mit Wasser mischen. Und jetzt hier rauf. Jetzt, jawohl. Das ist wichtig, weil wir haben natürlich jetzt schön Kartoffel, Ei, Käse. Wir brauchen jetzt noch so einen leichten Gegenspieler. Also nicht fettmäßig, das natürlich auch, und geschmacksmäßig. Aber wir brauchen eine leichte Säure. Creme fraiche bringt die Säure von Haus aus schon ein bisschen mit. Aber wir legen auch noch ein wenig nach. Jetzt erstmal mit Pfeffer. Da habe ich ja schon vorbereitet hier. Salz. Jetzt. Zitronenschale. Guck mal hier, ich mach mal so, kannst mal direkt unterfilmen. Ja. Einmal um das Zitrusaroma in diese Ei-Käserolle, weil wir brauchen natürlich diese Säure auch als Gegenspieler zu dem Käse, der natürlich echt
richtig Biss hat und es riecht auch geil. Es riecht echt richtig gut. Jetzt hier Zitrone durchschneiden. Durchschneiden ist einfach. Auspressen ist manchmal ziemlich schwer. Zitrone. So, jetzt rollen wir das Ganze ein. Fangen wir hier an. Jetzt holen wir das so rüber. Oh, guck mal. Jetzt kommt die gebratene Kartoffel. Oh, Scheiße, ist aber auch heiß, ey. Hälfte bis mit der Gabel nach. So, komm, dann geht doch mal aufs Brett. Wir rollen jetzt zurück aufs Brett. So, haben jetzt diese. Oh, guck mal, sieht richtig gut aus. Gut gebraten. Schneiden wir es einmal auf. Jetzt hier auch nochmal aufschneiden. Komm her. Und dann nehmen Sie solche Stücke auf den Teller. Jetzt schauen wir hier. Ich probiere mal ein Stück. Ihr könnt euch auch ein bisschen warten, dass so ein bisschen abkühlt, auch mit der Creme Fraiche drauf streichen. Seht ihr selber, wenn das Ganze sehr warm ist, wird die Creme Fraiche sehr schnell flüssig, aber... Mmh. Aber gut. Mmh. Aber lecker. Vor allem der Basilikum. Und diese leichte Säure. Mmh. Also kocht nach, gut appetit. So sieht es sauber angerichtet aus und hier ist die Einkaufsliste. Für Kartoffel, Käserolle für zwei Personen braucht ihr eine große Kartoffel, vier Eier, 150 Gramm Gouda, ein halbes Pfund Basilikum, zwei Esslöffel Creme Fraiche, eine Zitrone, Olivenöl, was auch bei shop.steffel.de gibt. Dann sieht das so aus. Falls ihr dieses Video bei Facebook oder Instagram seht, wir sind auch auf YouTube und freuen uns über Abonnements. Vielen Dank. Noch mehr schnelle Nummern findet ihr natürlich auf meinem YouTube-Channel Henslers schnelle Nummer. Am besten abonnieren. Dann kriegt ihr immer das neueste Video oder auf henslers-schnelle-nummer.de. Da gibt es auch alles. Hallo.